Eine mit der Natur verbundene Landwirtschaft, gesunde Kreisläufe, Böden und Nahrungsmittel. Das steht bei vielen Konsumenten ganz oben auf der Wunschliste, wenn es um die eigene Ernährung geht. Der natürliche Lebensraum der Menschen bietet dafür die besten Voraussetzungen. Im Herz der Alpen, im Hartsteinwerk in Kitzbühel, wird ein Rohstoff gewonnen, der bewirtschaftete Flächen optimal mit Mineralstoffen versorgt. Hier entsteht Biolit, das Lava-Urgesteinsmehl aus Diabas. Biolit sorgt für einen gesunden Boden, gesunde Pflanzen, gesunde Tiere, gesunde Lebensmittel und kann so zum Wohlbefinden der Menschen direkt beitragen. Biolit steht für das Steinmehl vom Hartsteinwerk Kitzbühel. Es zeichnet sich durch seine spezielle mineralische Zusammensetzung aus. Und mit Hilfe eines ausgeklügelten technischen Systems wird es hier mit effektiven Mikroorganismen angereichert. Diabas zählt zu den sogenannten Vulkangesteinen, Magmatite, und ist durch die Umwandlung 500 Millionen Jahre alter basaltischer Lava entstanden. Die mineralische Zusammensetzung besteht aus Silizium, Tonerde, Eisen, Calcium, Magnesium, Phosphor, Mangan, Schwefel, Zink, Selen und Molybden. Biolit ist ein natürliches, basisch wirksames Urgesteinsmehl vulkanischen Ursprungs. Es liefert den Böden alle wichtigen Nährstoffe, die für gesundes Pflanzenwachstum nötig sind. Die Nährstoffkammern der bewirtschafteten Flächen werden so wieder angefüllt, das Bodenleben angekurbelt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Biolit in seiner mineralischen Zusammensetzung dem fruchtbaren Nilschlamm ähnlich ist. Jährlich werden rund 30.000 Tonnen Biolit im Hartsteinwerk Kitzbühel gewonnen, aufbereitet und europaweit vertrieben. In der Regel wird die gewünschte Menge an Biolit mit dem Silo-LKW direkt zum Landwirt gebracht und dort in die Güllegrube direkt eingebracht. Während des Mixens der Gülle wird das Urgesteinsmehl eingeblasen und gleichmäßig verteilt. Dadurch wird ein Absinken von Biolit verhindert und die Gülle wird fließfähiger. Mit jeder Ernte entziehen die Pflanzen dem Oberboden 20 bis 30 essentielle Mineralien. Die konventionelle Düngung ersetzt im Wesentlichen nur drei wachstumsstimulierende Elemente. Das Ergebnis sind ertragreiche Kulturen, die allerdings einen zunehmenden Krankheitsbefall und vitalstoffärmere Lebensmittel aufweisen. Der Einsatz von Biolit schafft humusreiche, fruchtbare Böden. Die silikatische Pufferung von Biolit gewährleistet einen stabilen pH-Wert und schafft die Grundlage für einen erfolgreichen Ackerbau und eine nachhaltige Landwirtschaft. Biolit konnte sich so als Problemlöser in der Landwirtschaft profilieren. Wir machen das jetzt 15 Jahre und irgendwo preislich ist das gegenüber anderen Mitteln ist das auch im Rahmen. Und man weiß ja, dass der Pflanzenbestand unmittelbar mit der Tiergesundheit zusammenhängt. Und das Bestreben muss eigentlich ein Bauer haben, aber will er nicht. Biolit wird darüber hinaus in der Forstwirtschaft, im Weinbau, im Obst- und Gartenbau, aber auch als Futterzugabe oder als Ersatz von konventionellen Spritzmitteln eingesetzt. Zudem findet es auch Verwendung in Biogas- und Kläranlagen sowie auf Mülldeponien, da es die Geruchsbelastung vermindert und den Verrottungsprozess beschleunigt. Aus ökologischer Sicht ist der Gebrauch von Biolit mehrfach gewünscht. Böden, die mit Biolit versorgt werden, weisen eine höhere Pflanzenvielfalt auf. Dies freut nicht nur die Bienen, sondern auch die ganze Mikro- und Makroflora. Diese Böden sind in der Lage, Humus aufzubauen. Und der im Humus gespeicherte CO2 ist auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Sämtliche Produkte aus der Landwirtschaft profitieren von dieser optimalen Versorgung mit Mineralstoffen. Die so erzeugten Lebensmittel sind geschmacklich erstklassig und Träger von lebensnotwendigen Mineralstoffen, die im Endeffekt dem Menschen zugutekommen.